Hallo und herzlich willkommen zurück zu Closer the Distance. Ja, jetzt muss ich hier doch mal eben wieder auf Pause drücken und mal eben schauen, was wir jetzt gerade alles haben, was wir eventuell noch in irgendeiner Form beeinflussen können. Er ist aktuell immer noch okay. Achso, der ist aber im Schlafzimmer. Ich weiß nicht, was er mit Cams Büro jetzt genau meint. Die sind alle passiv. Die ganzen Aktiven sind mal wieder am Schlafen, so wie immer. Sie ist immer noch düster drauf, weiß aber nicht so genau, was sie überhaupt machen möchte. Ja, und die anderen kann ich halt nicht beeinflussen. Oh, das ist so ätzend. Okay, dann warten wir jetzt mal, bis die anderen ein bisschen wacher sind. Conny ist noch am Schlafen. Was macht er denn gerade hier so? Oh, sind beide am Grab, okay. Jetzt ist er wieder schuldbeladen. Ach, äfft euch doch. Sobald der irgendwo irgendetwas sieht, also nicht nur er, sondern auch die anderen, dann sind die direkt wieder schuldbeladen und der hat so gute Laune jetzt gehabt. Wo ist sie? Hallo? Hallo? Kann ich dich irgendwie einstellen, drehen, dass ich dich sehen kann? Anscheinend nicht. Ah, jetzt. Okay. Sie hat im Moment gar nichts, außer dass sie Zweifel hat, die ich natürlich nicht wegmachen kann, weil ich nichts bei ihr einstellen kann. Wie bei so vielen aktuell. Also kann ich es einfach nur weiterlaufen lassen. Ich sage, das ist ein bisschen sehr nervig. Die sitzen da und hängen ab. Ah, Zack kann ich endlich mal. So, keine Zeit für Aufschübe. Ich muss sofort mit Bodhi über das Zimmer in der Stadt sprechen. Ich will aber einen Aufschub haben. Ja, wieso kann ich da nicht rein? Hallo? Also er ist jetzt hier irgendwas am Machen. Ich bin mir nicht sicher, was er macht. Ah, ihn kann ich auch, aber er hat auch mal wieder kein Ziel. Also kann ich ihn jetzt nicht wirklich spielen. Das muss man dem Jungen lassen. Er ist schnell. Er meint, er hätte eine kleine Wohnung für mich angemietet in der Nähe des Zentrums. Nein! Sieht gemütlich aus. Weil ich nichts anklicken kann. Ich habe eine Bleibe. Einen Ort, der nur mir gehört. Kannst du es glauben, Angie? Na toll. Ja, und schon ist alles für'n Eimer. Alles ist bereit. Ich wünschte, Dad könnte mit mir kommen, aber auch wenn er es nicht vorhat, muss ich es ihm erzählen. Kann ich nicht, weil will er nicht. Ja, ich wäre auch wütend, wenn ich so ein Arschloch wäre und abhauen würde. Wir müssen einen Moment reden. Natürlich. Ich habe mir Gedanken über das Weggehen gemacht. So wie du es wolltest. Es ist nicht nur das Gefühl, nicht hierher zu gehören. Irgendwie denke ich, Angie hätte auch gewollt, dass ich gehe. Nein, hätte sie nicht. Ich bin bereit. Ich werde bald aufbrechen. Weißt du, ich hätte mir gewünscht, du wärst gekommen und hättest mir gesagt, dass es für dich okay ist, wenn ich gehe. Dass du an mich glaubst. Ich verstehe, dass es hart für dich ist. Ich bitte dich nur, dass du nicht versuchst, mich zurückzuhalten. Das werde ich nicht. Ich war ein Idiot, weil ich es dir nicht zeigen konnte, aber ich glaube an dich. Danke, Dad. Das bedeutet mir viel. Wirklich. Wann wirst du aufbrechen? Ich weiß nicht. Vielleicht morgen in der Früh oder vielleicht übermorgen. Nimm das Auto deiner Mutter. Dad, bist du sicher? Ja, so hat es wenigstens wieder einen Nutzen. Vergiss nicht, den anderen Bescheid zu geben. Sie werden sich von dir verabschieden wollen. Wirst du zurechtkommen? Das werde ich. Wenn du etwas brauchst, kannst du immer vorbeikommen. Ich bin hier. Ich bin ja nicht aus der Welt, Dad. Ich besuche dich, wann immer ich kann. Und er ist immer noch... Warum ist er immer noch wütend? Er ist, sorry, wenn ich das so sage, der Arsch, der abhaut und seinen Vater hier im Stich lässt. Der ein ganzes Dorf im Endeffekt im Stich lässt, so gesehen. Und er ist wütend. Warum? Ich meine, klar, er ist...
ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, keine Ahnung, aber er wird erwachsen, er ist erwachsen langsam, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie alt. Ich kann verstehen, dass er dann auf jeden Fall irgendwo seinen eigenen Weg gehen will. Ich meine, ich war auch nicht anders, ich bin mit 17 damals ausgezogen, um dann auch meine Ausbildung zu beginnen, beziehungsweise ich habe die alte Ausbildung abgebrochen, die ich nie haben wollte. Und habe dann eine angefangen, die ich okay fand, sage ich jetzt mal, also als Bürokauffrau. Die habe ich dann auf 2 Jahre verkürzt. Und zwar da, wo ich halt hingezogen bin. Das heißt, ich kann ihn schon verstehen, dass er was Eigenes haben will. Ich kann aber nicht verstehen, dass das unbedingt außerhalb dieses Dorfes sein muss. Gerade jetzt auch in der Situation. Ich kann verstehen, dass er da vielleicht irgendwie weg will, weil er nicht mehr an sie erinnert werden will, weil er sie vergessen möchte und so. Wobei normalerweise ist es ja das Gegenteil. Aber ich verstehe überhaupt nicht, warum der Kerl immer wütend ist, egal was passiert. Das werde ich nie verstehen. Du könntest dich endlich mal bräunen. Ach so, Moment. Du müsstest jetzt endlich nochmal die Botschaft verstecken. Kriegst du das ausnahmsweise mal hin? Wir machen es jetzt an den Esstisch. Wahrscheinlich kriegst du es sowieso nicht hin. Ja, die Mutter geht natürlich jetzt wieder raus. War ja klar. Oh. Ich wette mit euch, dass der Vater die Botschaft wieder finden wird und dass der die wieder wegnehmen wird. Hundertprozentig. Oder ist es wirklich so programmiert, dass der die nur findet, wenn man die da noch nicht hingelegt hat? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. So, dann wollen wir uns bräunen. Ich habe keine Ahnung, wo die Lay jetzt schon wieder ist. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier auf der Bank waren wir noch nicht. Ich will das endlich mal geschafft haben hier mit dem Bräunen. Ja, das mit mir will. Ich weiß es nicht, ob das so gut ist, wenn wir den jetzt hier die ganze Zeit stalken. Ich bin bereit. Für was? Es wird nichts vorgegeben. Ja, dein Problem. Dann spiele ich dich halt nicht mehr. Also überhaupt muss ich sagen, finde ich, dass man viel zu wenig jetzt am Ende machen kann. Ich denke, das ist so gewollt und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass der Tag immer einfach weitergeht, weil ich irgendwas noch nicht richtig getriggert habe. Aber ich wüsste nicht was. Hallo, kannst du mal vielleicht weitergehen? Ich wüsste echt nicht was. Die sitzt wahrscheinlich vorm Fernseher. Ach, ich bin bei ihr vor der Tür. Ja, komm raus. Komm doch endlich mal raus. Schau mir doch mal zu. Warum steht die dämliche Kuh jetzt hier auf der Treppe? Lauf. Lauf, Schätzchen, lauf. Nee, jetzt mal ernsthaft. Warum steht die da die ganze Zeit auf der Treppe? Ist sie verbuggt oder was? Guckt die der Wand gerne beim Wachsen zu oder? Okay, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Es tut mir leid. Oh. Hey. Du willst bestimmt wieder über das Bootshotel reden, nicht wahr? Eigentlich wollte ich nur vorbeischauen und sehen, wie es dir geht. Wieso bist du mir und meiner Familie gegenüber so argwöhnisch? Ich bin nicht argwöhnisch. Ihr seid, wer ihr seid. Ich wusste das, als ich deinem Vater vor 15 Jahren meinen Grund verkauft habe. Ich hätte es nicht getan, wenn ich nicht eine genaue Vorstellung davon gehabt hätte, was dabei rauskommen wird. Aber jetzt bereust du es? Nein, ich will mich nur nicht damit befassen. Ich habe Yesterby abgegeben, damit das alles nicht mehr mein Problem ist. Ich schätze, wir sehen uns wohl bald wieder. Für ein bisschen Smalltalk. Vielleicht. Wut entbrannt. Was ist mit den Leuten ja eigentlich los? Sobald man die nur anguckt, habe ich das Gefühl, sind einige direkt sauer. Ich sag nur Zack, der ist immer noch wütend seit keine Ahnung wie vielen Tagen, weil er nichts gebacken bekommt und jetzt auch schon abhauen will. Und jetzt ist er wütend, weil er abhauen will, habe ich irgendwie so das Gefühl. Und sie sitzt immer noch da und sie steht noch auf der Treppe. Ja, geil. Also wartet die ja auf den Auslöser, oder? Die Mutter kriegt's auch nicht. Ach. Da wollte ich schon die ganze Zeit eine Botschaft hinlegen. Aber ich habe es nicht hingekriegt, da eine Botschaft hinzulegen, weil man das, glaube ich, nicht auswählen kann oder so. Also ich habe es zumindest nicht gesehen jetzt zuletzt. Oder? Jetzt muss ich mal eben schauen. Moment.
Schaffst du es vielleicht ausnahmsweise mal vor deinem Mann zum Esstisch zu gehen? Oder haust du jetzt ganz ab? Nein, sie hängt die Wäsche ab. Willst du mich denn veräppeln? Oh, das ist nicht dein Ernst. Jetzt geht sie wieder... Die geht da rum, um die Wäsche abzuhängen und dann ist sie wieder am Arbeiten. Das ist doch ein schlechter Scherz. Er hat das Geld für den Traktor immer noch nicht bekommen, weil der eine so egoistisch ist. Was ist mit dir? Du sitzt noch da rum. Wie so ein Häufchen Elend. Und du stehst wahrscheinlich immer noch auf der Treppe. Nein! Hä? Sie hat sie nicht gesehen, obwohl sie da direkt aus der Tür rausgekommen ist, oder wie? Muss ich das verstehen? Und warum rubbelt die ganze Zeit an dem gleichen Salat, oder was das hier ist? Macht die denn schön? Oh, na, endlich. Hallo. Endlich. Und wer bist du, Schönheit? Du stehst mir in der Sonne. Conny? Ich hätte dich beinahe nicht erkannt. Was ist mit deiner Haut passiert? Sie bräunt. Oh, stimmt. Du siehst ein wenig röter aus als vorhin. Ups. Vielleicht sollte ich das auch mal versuchen. Ach, dieses Dorf steckt wirklich voller Überraschungen. Ja. Nach 5 Tagen oder so habe ich es endlich geschafft. Oh, sehr geil. Dann kann ich hier vielleicht endlich mal gucken. Baustelle, Stuhl, Stuhl, Couch. Ich gehe nochmal zur Baustelle. Der ist wahrscheinlich sowieso nicht auf der Baustelle. Was sollte er auch da? Sie werden unten an der Werft über die Zukunft von Yesterby entscheiden. Wir müssen dorthin gehen. Nö. Ich will erstmal woanders sehen. Sogar der Hund folgt uns. Ja, jetzt sind doch alle da. Okay. Und wer wird jetzt darüber entscheiden? Ach so, diese Zahnärzte da, diese komischen. Sind die jetzt hier drin? Kann man die sehen? Da ist nämlich gar keiner drin, ne? Aber warum stehen die denn alle so doof hier rum? Ich werde das mal ein bisschen weiterspulen. Die sehen so ein bisschen aus wie diese Satanisten, also diese Sektenangehörigen, die dann immer irgendwas Lateinisches sagen. Und wollen die jetzt? Die stehen tatsächlich alle hier, oder? Nee, er kommt noch. Achso, deswegen fangen die bestimmt nicht an. Ah, verstehe. Ich dachte, es wären alle da. Hallo, ihr alle. Wie ihr seht, sind wir nicht untätig gewesen. Zwar mussten wir in einigen Punkten Einsparungen vornehmen, aber dennoch. Heute erhaltet ihr einen ersten Blick auf das, was am Ende unseres Projekts stehen soll. Ein Applaus für meine geliebte Tochter, deren Hilfe das alles erst möglich gemacht hat. Ach ja. Ist ja ein sehr verhaltener Applaus hier. Hey. Wisst ihr, wenn in Büchern jemand stirbt und die anderen Figuren versuchen, damit umzugehen, kommt immer wieder dieser eine Satz vor. Sie hätte gewollt, dass wir... Sie hätte gewollt, dass wir glücklich sind. Sie hätte gewollt, dass wir weitermachen. Sie hätte gewollt, dass wir nicht deprimiert oder wütend sind oder ständig miteinander streiten. Eben. Angela hätte all das gewollt. Aber es gibt auch eine Sache, die sie nicht gewollt hätte. Und das ist die Bootslodge. Hä? Was macht sie da? Psst, lass sie einfach. Vielleicht hatte sie Angst, dass dieses Thema zu umstritten wäre. Dass es unsere Gemeinschaft spalten würde. Oder dass wir uns nicht mehr auf die Probleme konzentrieren, die wir bereits haben. Oder sie hatte einfach Angst vor der Veränderung, die sie mit sich bringen würde. Ich dachte, ich wüsste alles über sie. Und dass ich ihre Fackel weitertragen würde und ihre Überzeugungen auch in der Gegenwart repräsentieren könnte. Ich wollte... Wisst ihr... Ich wollte, dass ihr Geist weiterlebt. Aber jeden Tag, an dem ich an diesem Projekt gearbeitet habe, tat ich das genaue Gegenteil.
Abgesehen davon halte ich es für das Beste, wenn wir die nächsten Schritte gemeinsam entscheiden. Die Frage ist, ziehen wir das durch oder lassen wir es sein? Nein, 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 das steht überhaupt nicht zur Debatte. Wir machen gute Fortschritte. Wir können jetzt nicht einfach zurückrudern. Ihr kennt meine Meinung. Aber wenn die Mehrheit dafür ist, werde ich mich nicht querstellen. Das ist nicht die Zeit für große Entscheidungen wie diese. Ich stimme dagegen. Yesterby ist so bezaubernd. Das Dorf würde einen Großteil seines Charmes einbüßen. Tut mir leid, River. Es ist eine nette Idee. Aber ich kann gerade keine Entscheidung treffen. Nun, ich schon. Das war der Traum meiner Frau. Er ist wunderschön und hat Charakter. Ihr macht einen großen Fehler, wenn ihr das Potenzial des Projekts nicht erkennt. Angie muss ihre Gründe gehabt haben. Sie würde nicht ohne Grund allen in die Suppe spucken. Wir haben gerade erst begonnen und schon jetzt sind alle unglücklich damit. Es muss aufhören. Okay, toll. Was jetzt? Wir zählen die Stimmen und dann? Wir haben so hart gearbeitet, um den Status quo zu erreichen. Wir können jetzt nicht einfach aufhören. Das Ding wurde nicht mal mit unserem Geld gebaut. Lass uns mit den Investoren sprechen. Vielleicht fällt uns gemeinsam was ein. Ist das für dich okay, Riff? Sie hätte es so gewollt. Schon gut. Das Wichtigste ist, dass wir darüber gesprochen haben. Gut, dann soll es so sein. Danke euch allen fürs Kommen. Wir werden versuchen, dieses Chaos in Ordnung zu bringen und melden uns dann. Riff, geht es dir gut? Ja. Sie hat eben mir gegenüber das Gesicht verzogen. Wenn du mit ihr nicht übereinstimmst, trägst du sie zumindest weiterhin in deinem Herzen. Das stimmt vermutlich. Lass uns nach Hause gehen. Ja. Sie ist am Zweifeln, aber gleichzeitig selbstsicher. Hä? Wie soll man das denn bitte parallel laufen lassen? Okay, er ist jetzt richtig sauer. Ihm ist jetzt ein Herzenswunsch kaputt gemacht worden. Ich bin mir nicht sicher, ob das Spiel es so wollte. Er ist jetzt gereizt, weil er das alles nämlich nicht wollte. Na gut, er hat ja eigentlich nicht allzu viel damit zu tun. Wir beobachten jetzt mal die Mutter. Ich glaube nicht, dass sie als Erste den Esstisch erreicht. Das wird das Problem sein. Schon nein, wieder? Ist es nicht dein Ernst. Alter, dieser dummdämliche Ehemann, ne? Dieser dumme Ehemann. Arbeitsplatte hatte ich schon. Esstisch habe ich gerade versucht. Schrank hatte ich auch schon. Da kann ich nur noch... kann ich nur noch, aber darf ich wieder nicht. Okay. Wahrscheinlich ist das Spiel jetzt gleich aus oder so und ich darf es dann immer noch nicht machen. Das, ja. Oder wir fangen einen neuen Tag an und ich habe keine Ahnung, was wir da machen sollen. Weil im Moment ist es so... Es zieht sich, weil man nichts machen kann halt, ne? Was ist das denn? Hä? Keine Ahnung, was das jetzt darstellen sollte. Kaffeetisch, aber ich kann's trotzdem nie machen. Also sie ist komplett allein jetzt hier und... Naja, okay, ist nicht ganz alleine hier. Sie steht jetzt hier wie blöd rum. Was jetzt nicht... Alter, Conny, was ist mit dir? Irgendwann kippst du hier um und keine Sau weiß, worum es geht.
Ich meine, dass die traurig ist, verstehe ich, aber so langsam ist es wirklich... Ja, das war der letzte Punkt, wo ich das versucht hatte. Also bis auf jetzt das, was ich zuletzt hatte. Mutter wird es eh wieder nicht sehen. Was ist sie überhaupt? Hallo? Ja, die geht natürlich direkt ins Bett. Was auch sonst. Was ist mit dir? Du hast riesigen Hunger, aber musst mitten in der Nacht deine Schafsherde bewachen, oder was? Ach. Müde und deprimiert. Morgen ist der große Tag. Alles ist bereit. Ich war noch nie so nah dran, hier wegzukommen. Es ist schon lustig, weißt du, Angie? Da der Tag nun endlich gekommen ist, sollte ich aufgeregt sein und viel mehr Freude verspüren als sonst. Aber so ist es nicht. Und warum? Ich fühle mich schlecht, weil ich dich hier zurücklasse. Zack, als ich sagte, du solltest mich nicht vergessen, meinte ich damit nicht, alles solle so bleiben wie eh und je. Ich möchte das aber. Ich weiß. Aber ich bin nicht hier. Zumindest nicht so, wie du mich kanntest. Worum geht es dann? Ich laufe von einem Ort, an dem du nicht bist, zu einem anderen, an dem du auch nicht bist. Du läufst nicht. Du bist kurz davor, die Tür zu öffnen. Wohin führt sie mich? Zu einem neuen Tanz. Halt mich fest, sonst lande ich sofort auf der Nase. Ich werde dir den richtigen Rhythmus geben, auch wenn ich nicht mit dir tanze. Hör niemals auf zu tanzen. Vor allem nicht dann, wenn du in der Klemme steckst. Bitte, lass mich nicht allein. Mach dir nicht zu viele Gedanken. Und beweg deine Füße. Na bitte. Ich wusste, dass du es kannst. Es ist okay, Zack. Wo auch immer du hingehst, wirst du dich gut zurechtfinden. Das ist jetzt der Vater und natürlich auch der Sohn, die am Grab standen. Vermutlich von, ja, von der Mutter, also von seiner Mutter. Also nicht von der Mutter, vom Vater, ne? Da hat sie noch gelebt, der Vater geht wieder und Zack ist am Boden zerstört. Der Vater möchte vermutlich, dass Zack das lernt mit dieser ganzen Schreiner-Sache. Zack ist wie immer wütend und zornig und geht raus. Vermutlich auch ein bisschen wegen seiner Mutter. Sie scheltet ihn dafür. Und sie versöhnen sich wieder. Ich bin immer noch der Meinung, dass der woanders nicht glücklicher sein wird. Im Gegenteil. Scheinbar hat sie auch versucht, ihm das Tanzen beizubringen. Das habe ich mir nämlich schon gedacht, wegen diesen Sätzen da, von wegen, mach einfach weiter deine Schritte, oder was er gesagt hatte. Also nicht nachdenken, einfach weiter tanzen. Aber das mit dem Herz ist eine schöne Animation. Ja, und mal wieder wie üblich, die nicht musikalische Abschlussszene. Ja, es ist halt wirklich zu unsicher, wenn man die Musik drin lässt. Das ist das Problem. Auch wenn alle zugestimmt haben. Aber YouTube kann sich da richtig querstellen.
Und dann seht ihr die nächste Folge erst 3 Wochen später, weil sie vorher nicht veröffentlicht werden kann. Und das ist natürlich auch doof. Aber wenn ihr das Spiel spielt, macht das mit Musik. Weil ich habe mal reingehört, es war richtig schöne Musik drin. Ja, ein neuer Tanz. Lass Zack los. Endlich konnte er dann auch mal loslassen. Halt, stopp. Ich will noch keinen neuen Tag. Ja, das sieht mir allerdings doch sehr danach aus, als ob das tatsächlich der letzte Tag sein wird. Ja, an dem Zack noch hier ist und vielleicht auch der letzte Tag im Spiel. Ehrlich gesagt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, die alte Dame, denke ich mir mal, muss ich nicht loslassen. Den kleinen Jungen denke ich auch nicht. Den Jasper oder wie der hieß hier mit der Brille, den auch nicht. Die denke ich mal auch nicht. Also ich vermute mal, dass ich tatsächlich die Eltern natürlich, klar, und ansonsten wahrscheinlich, obwohl nee, die spielen kann, können es auch nicht sein, weil ihn konnte ich auch spielen. Ihn muss ich nicht loslassen, weil er hat ja mit dem Ganzen eigentlich nichts zu tun. Sie habe ich losgelassen. Also, ich nicht, aber die Angela hat sie losgelassen. Bei ihm weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ihn musste man nicht loslassen. Zack ist endlich losgelassen worden. Vielleicht kann er jetzt mal anfangen, für sich selber Entscheidungen zu treffen. Das würde ich ihm auf jeden Fall wünschen. Bei ihr wurde losgelassen. Sie muss, glaube ich, nicht losgelassen werden. Die Mutter wurde... Wurde die Mutter losgelassen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Beim Vater bin ich mir nicht sicher, ob der noch losgelassen werden muss eventuell. Aber der Vater ist ja eher so eine zweitrangige Rolle, sage ich jetzt mal. Also der ist ja jetzt nirgendwo richtig im Fokus drin, außer dass er mal hin und wieder bei Gesprächen dabei ist. Conny wird noch ganz... Oh, irgendwas ist da gerade weggegangen. Conny wird noch ganz, ganz wichtig sein. Die muss natürlich losgelassen werden. Da das aber ihre Schwester ist, gehe ich davon aus, passiert das erst wirklich in der letzten Folge. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, was alles vorher noch passiert, weil viel haben wir nicht mehr und wir können auch nicht mehr viele Leute spielen momentan. Also sie ist jetzt komplett losgelassen worden. Anscheinend kann ich mit ihr auch nichts mehr machen mittlerweile. Mit ihr anscheinend... Oh, jetzt ist sie gelassen, jetzt wo sie im Schlafen ist. Mit ihr kann ich anscheinend auch nichts mehr machen, weil sie hat so... Ich sag mal, ihren großen Auftritt jetzt gehabt. Das ist so innerlich für mich jetzt abgehakt. Er hat seinen Auftritt, den Leuten zu helfen, eigentlich auch gehabt. Das heißt, er ist für mich auch innerlich abgehakt. Um ihn würde ich mich halt gerne noch kümmern. Der ist nämlich immer noch grimmig ohne Ende. Und ich weiß immer noch nicht, was das hier jetzt bedeuten soll. Also das wird wahrscheinlich weggehen mit gebrochenen Herzen, wenn Zack sich verabschiedet oder so, nehme ich mal an. Aber Cams Büro kann natürlich immer noch, ich weiß nicht, was er damit vorhat, renoviert werden oder ähnliches. Das heißt, da könnten wir vielleicht noch was machen. Bei Zack kommt natürlich noch was. Der Idiot wird sich wahrscheinlich dann verabschieden. Also wenn er schon geht, dann ist es gut, wenn er sich verabschiedet. Andererseits natürlich... Finde ich es persönlich gerade jetzt in der Situation sehr dumm, dass er geht. Ich kann verstehen, dass er gehen will und Abstand gewinnen will, aber ich kann versprechen, dass die Erinnerungen und diese ganzen Zweifel und alles, was er hier hat, ihn weiter verfolgen werden. Das kann ich ihm versprechen, definitiv. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ich denke mal, so 2, 3 Leute haben wir noch, um die wir uns vielleicht noch kümmern können, aber es wird sehr zäh werden, nehme ich an, weil... Wie gesagt, diese Folge war ja auch so ein bisschen, wir konnten nicht wirklich was tun. Das Einzige, was wir machen konnten, ist tatsächlich mit Conny nochmal was hinlegen, was mal wieder keiner gesehen hat. Und halt der große Auftritt von ihr, der hat jetzt eine Rolle gespielt. Ansonsten ist das alles so ein bisschen, ja, nebenher geflossen. Was schade ist, ich hätte es mir mehr gewünscht, so wie die Folgen davor. Die waren richtig gut. Jetzt wird es so ein bisschen, es läuft so ein bisschen aus. Also es bereitet wirklich einen so ein bisschen aufs Ende vor. Ja, aber ich quatsche hier schon wieder die Minuten voll. Entschuldigt bitte, das sind so meine Gedanken, die ich mit euch teilen möchte. Deswegen, ja, aber ich höre schon damit auf. Wir werden alles sehen oder vielleicht auch nicht sehen.
so wie das Spiel sich in letzter Zeit verhalten hat, vielleicht wirklich nicht sehen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Ich hoffe, dass dann da endlich alles aufgeklärt wird, weil es hat jetzt so ein bisschen, es überbringt mir so ein bisschen das Gefühl, dass es Richtung Ende tatsächlich geht, aber dann möchte ich auch das Ende jetzt haben. Dann möchte ich das nicht wie so ein langgezogenes Kaugummi haben und irgendwie passiert nicht wirklich was, sondern dann möchte ich wirklich jetzt auch das Ende haben und wissen, ob es jetzt einigermaßen gut ausgeht oder eben nicht. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.